Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila Antosch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Hidden Toy. Bedeutet, das sehen wir nicht in der Toybox, bis wir es uns erspielt haben. Auch nicht als Fehlen tatsächlich. Ihr seht, ich habe jetzt hier mal die fehlenden Toys eingestellt. Mir fehlt jetzt aktuell noch eins vom Sonnenwend-Event. Aber ich habe jetzt hier eins im Postkasten. Verderbte Weisheit von Senegosa. Und ja, das sehen wir dann erst im Postkasten, wenn wir es dementsprechend gelernt haben. Wo kriegen wir das ganze Ding her? Wir kriegen das über eine relativ lange Questreihe. Und zwar jetzt mit Patch 10.1 gibt es eine Questreihe für den blauen Drachenschwarm, das jetzt dementsprechend erst in der vierten Woche des Patches freigeschalten wurde. Die gibt es hier oben bei Caligos, da könnt ihr vorbeigucken. Ne, ist auch dieses Kampagnen-Quest-Symbol. Und diese Quest führt uns ein bisschen durch die Dracheninseln und auch komplett durch Azeroth, also auf alle möglichen Kontinente. Ihr könnt da auch ein bisschen Zeit mitnehmen, so 1,5 Stunden. Wenn ihr die Questtexte noch alle genauer lest, dann wären es bestimmt eher 2. Und ja, ganz am Ende, wenn ihr da tutti completi durch seid mit, gibt es dementsprechend dann das Toy im Briefkasten. Das würde ich sagen, nehmen wir jetzt einmal raus und probieren das mal aus. Und schauen uns erstmal an, was das Ding genau macht. Also, wir haben hier verderbte Weisheit von Senegos. Und das macht einen Teil der Weisheit des uralten blauen Drachen, überliefert in einer Form, die er sicherlich für amüsant hielt. Oh, ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Denkt an eine Ja-Nein-Frage und lasst euch davon leiten. Okay, vielleicht ist es doch was anderes, als ich denke. Jetzt lernen wir jetzt erstmal. Jetzt müsste es hier ganz normal angezeigt werden. Genau, da haben wir es. Und dann benutzen wir es mal. Ah, da ist er. Der Senegos, oder? Warte mal, da kam jetzt ein Text im Endeffekt. Darüber kann man nachdenken. Mehr habe ich leider nicht gesehen. Ah, ich hätte das jetzt nicht in der Hauptstadt machen sollen. Ich bin hier auf dem vollen Server. Und hier kommt ziemlich viel Spam. Aber anscheinend funktioniert das Ding so, dass man sich eine Frage überlegt und er sagt dann halt ja oder nein. So ein bisschen wie die magische Miesmuschel, wer die Referenz kennt. Leute, ich kann es vielleicht hier auf dem Twink auch nochmal kurz einsetzen. Da haben wir es. Da haben wir es. 2 Minuten Abklickzeit hat das Ganze. Darüber kann man nachdenken, fragt mich später nochmal. Achso, er sagt nicht nein oder ja, sondern er sagt immer nur, man kann drüber nachdenken. Perfekt, das ist eine richtig gute Entscheidungshilfe. Schade, ich dachte, man kriegt diese Kugel aus der Quest, wo man so Viecher einrollen konnte. Aber gut, okay, dafür hat man den kleinen Senegos dabei, der so ein bisschen berät. Gut, mehr ist es tatsächlich nett, hab mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet, aber für die Collection ist es wieder ein Toy mehr. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Durchquesten. Wie gesagt, das kann doch ein Stück dauern, Questreihe lohnt sich aber, denn sie ist erstmal gut gemacht und interessant, aber auch vor allem komplett vertont, ne, mit Cutsequenzen und allem, also da hat Blizzard sich mal ein bisschen Mühe gegeben. Gut, ich verabschiede mich für den kleinen Toy Guide, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.